Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X. Wir werden uns in dieser Folge der letzten schwarzen Bestia widmen, nachdem wir in der letzten Folge Anima platt gemacht haben, also die schwarze Anima wohlgemerkt. Und ja, wir gucken mal, wie es heute läuft. Ich wäre nicht traurig, wenn es ähnlich abläuft wie beim letzten Mal auch. Aber mir ist auch klar, dass das hier ein bisschen anders ablaufen wird und dass das auch nicht so ganz ohne ist. Wir gucken einfach mal. Ich würde gerne alle drei parallel bekämpfen. Ich weiß aber nicht, wie man das hier am besten triggert. Ich bin ja hier schon mal lang gelaufen und habe den Kampf irgendwie so halb initiiert und bin dann noch abgehauen. Ich muss wahrscheinlich mit denen hier quatschen, kann das sein? Ja, das kann scheinbar sogar sehr gut sein. Ich laufe jetzt einfach mal hier hin und gucke, was passiert. So, habe ich jetzt alle drei mit drin? Ich habe, wie gesagt, also bis ich das zum ersten Mal in den Kommentaren gelesen habe, war es, die haben direkt ihre Ekstaseleisten voll nah, Glückwunsch. Da wusste ich gar nicht, dass man die auch einzeln bekämpfen kann, aber ich habe das schon mal irgendwie hinbekommen gegen die drei, deswegen würde ich das ganz gerne auch diesmal tun. Ich weiß noch, dass die schwarze Ruck, glaube ich, am nervigsten war, weil die so einen Angriff hat, der wiederum, wenn du die selber beschwörst, ganz praktisch ist. Aber ja, ich laufe jetzt hier erstmal in mein Verderben und probiere mich einfach mal lustig aus mit normalen Angriffen und ernsthaft. Okay. Waka hat seine Ekstase gar nicht voll. Oh, bin ich schon wieder gut vorbereitet. Wahnsinn. Okay, warte mal. Das war schon mal ein etwas failiger Start. Wenn wir sowieso nicht treffen, trotz 255 Treffsicherheit, dann mache ich mal einmal den hier. Erstmal rantasten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt hier im First Try hinbekomme, aber ich tue, was in meiner Macht steht. Ich habe... Boah, wenn das schon so anfängt, dann könnte das zum Problem werden. Warte mal, ich werde jetzt erstmal Ihmchen hier die Ekstaseleiste übertragen. Denn auch um diese Erkenntnis möchte ich gerne reicher werden in diesem Versuch. Ach so, Angriffs-TLR. Ja, okay, das greift ja alle an. Aber ich werde es trotzdem mal probieren. Vielleicht ist dann, wenn sich jetzt herausstellt, da kommt gut was bei rum, vielleicht ist Blitzballgott dann sogar die bessere Alternative am Ende. Aber bei den letzten schwarzen Bestia haben mir ja die ganzen Ekstase-Angriffe nicht viel genützt. Deswegen, aber ich glaube, bei denen ist das anders. Aber wir gucken erstmal. Beim nächsten Mal spule ich das hier wieder vor. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Ekstase, die gleich auf uns loslassen werden. Aber mal gucken. Ich sage euch auch gleich, wie viel Energie jeder Einzelne hat. Ja, es ist okay. Es ist, glaube ich, effizienter als ein normaler Standardangriff. Wenn ich jetzt natürlich überall 100.000 hätte, wäre es schöner, aber wir geben uns mal mit dem zufrieden, was wir haben. Ich werde das jetzt hier wieder an Waka übertragen. Ich habe jetzt keine Final-Elixiere mehr gefarmt, weil ich habe noch ein paar davon, also 30 Stück aus der letzten Folge heraus. Ah, okay. Also immerhin treffen sie ab und zu mal. Oh nein, ist das ihr Konter? Hey, warum ist Riku denn tot? Hä, was habe ich denn jetzt verpasst? Ich habe keinen Schutzengel aktiviert, fällt mir gerade auch wieder viel zu spät ein. Okay, das ist ein Fail, wie er im Bilderbuche steht. Aber hey, wir sehen das erste Mal die Ekstase jetzt von den dreien. So, eigentlich wünsche ich mir, dass Waka jetzt verreckt, das wird auch passieren. Und dann muss ich das beim nächsten Mal ein bisschen anders aufziehen. Das sieht super cool aus, aber ich glaube, das ist auch die längste Angriffsanimation von allen. Die sehen schon cool aus. Ich kann nicht mal sagen, ich glaube, hier finde ich die schwarze Bestia-Optik auf jeden Fall deutlich cooler als die originalen. Also als das normale Magus-Trio halt. Ja gut, das wird safe 99.999 Schaden bei allen machen. Wahrscheinlich wäre es ganz sinnvoll. Oh, das hätte ich vorher machen sollen, ne? Wenn alle mit ihren vollen Ekstase-Leisten hier reingehen. Auf der anderen Seite
Na, ich werde das jetzt. Ich habe keine Lust, jetzt hier nochmal einen Cut zu machen und das zu machen. Aber ich habe überlegt, ob ich vorher so einen kleinen Billo-Kampf noch mitnehmen sollte. Um zumindest die Ekstaseleiste von Waka schon mal mit abgeben voll zu machen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und dann sage ich gleich noch was zu den Final-Elixieren, aber ich lade das Ding jetzt erstmal nochmal neu. So, Runde Nummer 2. Habe ich jetzt einen Präventivangriff? Hatte ich den vorhin auch? Okay, das ist wahrscheinlich ein Zeichen. Komm, wir müssen optimistisch sein und so. Ja, die finale Elixiere, die kriegt man von Varuna. Man muss ihm allerdings, also 20 finale Elixiere für 1.120.000 Gil. Das ist mir persönlich ein bisschen zu teuer gewesen. Ich habe aber auch darüber hinaus, warte mal, Multitasking und so, noch rausgefunden, dass Riku mit Benutzen auch Heilwasser anwenden kann, was auch nochmal 10.000 HP für jeden Charakter zurückgibt. Und davon habe ich insgesamt 14 Stück. Das heißt, die kann man im Grunde genommen auf die Final-Elixiere noch oben raufpacken. Und dann passt das so rein von der Itemversorgung, sage ich mal. Und deswegen dachte ich mir, nö, die Million, die spare ich mir jetzt. Und schau einfach, dass ich das mit den vorhandenen Mitteln irgendwie hinbekomme. Ich habe jetzt schon wieder keinen Schutzengel aktiv, aber würde mich ganz gerne. Und das hier erledigt es genau in Angriff nehmen. So, mit der Arbeitsteilung stelle ich mich jetzt genauso auf wie in den letzten Kämpfen auch. Wir sind, wie ich gerade feststelle, auch relativ häufig dran, bis die das erste Mal ausholen können. Ich glaube, jetzt sollte ich auch erstmal nicht zu offensiv sein. Ich wollte euch ja noch sagen, wie viel Energie die haben. Das weiß ich selber aktuell noch gar nicht. Aber ich gucke gleich mal. Weil ein bisschen was hat ja der ein oder andere jetzt schon auf den Deckel bekommen durch die Angriffstee. Ich könnte eigentlich direkt noch eine zweite hinterher setzen mit Abgeben, ne? Warte mal, geht das noch klar? Nee, Riku kommt leider erst nach Waka an die Reihe. Aber ist nicht schlimm. Warte mal, ich guck mal eben kurz. Die haben, oh Gott, jetzt muss ich wieder ein bisschen die Nuller zählen. Das sind, glaube ich, 3 Millionen für Mug oder Mag. 2,5 Millionen bei Duk oder Duck. Und 2 Millionen bei Ruk oder Rak. Also das gute Bienchen hat auf jeden Fall am wenigsten Energie, wobei 2 Millionen jetzt auch nicht ohne ist. Aber es ist ein Wert, ich sag mal, mit dem man arbeiten kann. Ja, dass die ganze Zeit daneben kloppen, ist auf jeden Fall auch nicht gerade zielführend. Ich habe dann auch überlegt, wegen Rikus Basteln. Warte mal, ich werde erstmal was abgeben. Man kann nämlich auch mit ihr Sachen zusammenbasteln, die die Ekstaseleisten schneller auffüllen lassen. Was? Fluch des Pharao? Wer hat denn das gerade? Ah, okay. Feuerklinge. Das, macht sie. Ey, sie hatte Schutz. Sie hatte Schutzengel, oder nicht? Sie hatte Schutzengel drauf. Okay, jetzt fühle ich mich verarscht. Was. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Oder ich habe mich einfach nur verguckt, aber ich habe das doch als erstes auf sie gecastet. Hm? Verstehe ich nicht. Aber gut, ich muss ja auch nicht alles verstehen. Ich habe auch schon andere Kämpfe nicht verstanden und sie trotzdem irgendwie hinbekommen. Also mein oberstes Ziel sollte auf jeden Fall sein, schnellstmöglich die erste hier aus dem Rennen zu holen. Hab auch überlegt, ob ich nicht mit Blitzball, Gott oder Gemetzel, wobei Gemetzel geht, glaube ich, auch auf alle, ne? Ob ich damit nicht besser unterwegs wäre, weil ich dann schneller einen aus dem Weg räumen könnte. Aber, naja, mal gucken. Das ist jetzt übrigens auch wieder das letzte Mal, dass wir diese Animation sehen. Danach werde ich die dann wieder rausschnibbeln. Aber die anderen stehen jetzt auf, oder nicht? Also wenn mein Schutzengel hier in dem Kampf nicht greift, dann... Hä? Okay. Wie genau soll das dann jetzt funktionieren? Jetzt bin ich gerade komplett ratlos. Nächster Versuch. Ich habe jetzt Rikus Ekstaseleiste auf Tidus übertragen und versuche jetzt mal, weil ich gerade kurz überlegen muss, Waka kommt beim nächsten Mal noch vor Tidus ran. Ich werde jetzt versuchen, alles daran zu setzen,
zumindest einen von den dreien aus dem Weg zu räumen, bevor die ihre Ekstase einsetzen können. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Zeit nicht ausreicht und der Schadensoutput am Ende wahrscheinlich auch nicht, aber ich weiß gerade nicht, wie ich diesen Umstand aushebeln soll, dass Schutzengel hier scheinbar nicht greift. Und wie ich mich kenne, wird das jetzt hier wahrscheinlich auch wieder nichts. Ich habe das schon ewig nicht mehr eingesetzt. Die ersten Schläge teilt er ja noch aus, ohne dass man da irgendwie irgendwas timen muss. Ja, ich meine, wenigstens landet er hier Treffer, ne? Meine Leute kloppen ja ansonsten irgendwie die ganze Zeit daneben. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass... Mann, das gibt's doch nicht, ey! Oh, regt mich das auf! Wie das einfach so Pipifax ist. Ich habe das noch nie verschissen, noch nie. Aber immer wenn es drauf ankommt, immer in der laufenden Aufnahme, da kriege ich das nie gebacken, ey. Ja, kann ich gleich nochmal probieren. So, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Das ist so unnötig. Ich meine, es hätte wahrscheinlich auch nicht geklappt, wenn es mir gelungen wäre. Hä, aber Tilus war doch jetzt nach Wacker eigentlich nochmal dran. Ist der jetzt wieder nach hinten gerutscht, weil das jetzt so viel Energie gefressen hat, oder was? Ich check's nicht. Das ist eh eine verlorene Runde. Das, was ich ausprobieren wollte, da bin ich jetzt nicht mal um eine Erkenntnis reicher, weil es nicht geklappt hat, aber naja. Ich werde jetzt, wenn er das rausgehauen hat, nochmal versuchen, weil ich glaube, Riku kam nochmal an die Reihe, bevor die jetzt gleich am Zug sind. Ich werde nochmal versuchen, auf zumindest eine Person Schutzengel zu casten, in der Hoffnung, dass ich eventuell nur Pech hatte. Vielleicht haben die den Effekt auch irgendwie entfernt, aber für mich sah das so aus, als... Na, obwohl, nee, eigentlich hat nicht die Dreiecksbeziehung dazu geführt, weil... Riku wurde vor der Ekstase schon angegriffen, obwohl sie Schutzengel hatte und das hat sie das Leben gekostet. Bitte nicht auf Waka. Okay, da hängt aber auch direkt irgendwie ein Todeseffekt dran, ne? Weil der reine Schaden, der Feuer... Die Feuerklinge hat, glaube ich, gerade den... Also zumindest den Heiligenschein entfernt. Ich kann das Ding jetzt eh nochmal neu starten, brauchen wir uns nicht angucken hier. So, ich werde jetzt mal versuchen, bevor die ihre Dreiecksbeziehung hier umsetzen, Yuna mit reinzupacken. Weil bisher, ne, auch wenn ich immer relativ schnell verreckt bin, haben die zumindest nicht mit Zustandsveränderung gearbeitet. Das kommt wahrscheinlich noch, aber ja, erstmal gucken. So, was machen wir jetzt als erstes? Ich versuche jetzt nochmal hier mein Glück. Ich stelle mich innerlich darauf ein, dass es wieder nicht funktionieren wird. Das Ding ist bei 2 Millionen Energie, Gesundheit, HP, wie auch immer, hätte ich die so oder so nicht umgenietet. Also insofern... Aber das wäre vielleicht noch so ein 100.000 Schadentreffer, ne? Und der macht dann am Ende vielleicht wieder den Unterschied, aber... Naja. Einfach die Ruhe bewahren, nicht mehr ausrasten. Guck mal, dann klappt's auch. Man muss nur die Nervosität abstreifen und sich einfach einreden, dass das sowieso nicht klappt. So, jetzt ist nämlich die Frage, was ist sinnvoller, das mit Waka jetzt zu machen oder das einmal abzugeben? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil das Ding ist, Waka macht in Summe halt deutlich mehr Schaden. Aber das ist dann eben nicht so konzentriert. Ich werde das jetzt mal mit abgeben versuchen. Tilus kommt dann... Wobei, ich sehe den da schon wieder oben. Nee, guck mal, der kommt gar nicht mehr ran. Der kommt nicht nochmal ran, bevor die Gegner dran sind. Warte mal, R1 ist hier. Du, ich glaube, unter den Umständen haue ich dann doch mal seine Angriffstee nochmal raus. Da muss ich gleich gucken, dass ich den Moment richtig abpasse, wo Yuna dann reinkommt. Das Nervige am Yuna-Einsatz ist halt, dass sie keine Autohast hat, ne? Das heißt, wenn sie einmal drin ist, dann braucht das ewig, bis ich wieder die Chance bekomme, sie auszuwechseln. Die hat auf jeden Fall über 100.000 Schaden gerade abbekommen. So, nächste Frage ist, da bin ich nämlich immer noch nicht schlauer, lohnt es sich überhaupt hier mit Schutzengel zu arbeiten? Weil für mich hat das im letzten Try so ausgesehen, als hätte sie nur... die eine Person, die sie angreift, um ihren Schutzengel-Effekt erleichtert. Da bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig. Warte mal, ich werde jetzt erstmal wieder... Nee, warte mal, anpeilen war hier weiter oben. Einmal das hier wieder einbauen. So, wie viele Züge habe ich jetzt noch? 3. Es sei denn, sie rückt wieder nach hinten, wenn sie irgendwas macht. Aber wenn sie normal angreifen würde, würde nicht viel passieren. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt hier Schutzengel einsetze? Dann wäre sie...
auch nochmal an der Reihe. Das Ding ist, wenn jetzt nur eine Person... Ich gehe jetzt weg von Schutzengel, weil ich ja Yuna einsetze, so, die das ja abfangen soll. Ich gehe jetzt hier lieber in die Offensive und hoffe, dass vielleicht ein Treffer noch bei rumkommt. Natürlich nicht, okay. Dann ist jetzt der große Moment da, aber ich glaube, keine Bestia wird jetzt stark genug sein, um das irgendwie aufzufangen. Wobei, das Magus-Trio habe ich noch nie live und in Aktion gesehen. Stellen wir einfach mal Magus-Trio und Magus-Trio gegenüber. Haben wir auch nochmal den direkten Vergleich. Können wir alle nochmal gucken. Wer ist schöner? Welcher bekommt den Fashion Award dieses Jahr? Wer heimst mehr Charisma-Punkte ein? Natürlich unsere eigene Truppe. Ich habe jetzt schon wieder voll den Hass auf diesen Gegner hier. Aber, na gut, ich muss einfach nur irgendwie in den Kampf reinfinden. Ich weiß nämlich nicht, wie die normale Vorgehensweise ist hier. Und ich will die definitiv normal besiegen. Also dadurch, dass ich schon weiß, dass ich den Richter wahrscheinlich nicht klein kriege. Den werde ich auch probieren, ja, aber da werde ich notfalls auf San Matu, wie gesagt, zurückgreifen. Aber die habe ich schon mal besiegt. Deswegen will ich jetzt hier nicht einfach so aufgeben. So, liebet euch. Heilzauber anwenden, bitte. Mach, was du willst. Zurückrufen. Hä? Okay, Heilzauber brauche ich jetzt aber gar nicht. Oder schütze ich mich dann auch irgendwie stärker? Ich lasse den mal freier Hand. Vielleicht kommt da am Ende sogar noch ein bisschen Schaden bei rum. Schutzengel. Ja, das ist gut. Sehr gute Entscheidung. Geht aber nur auf eine. Okay. So, bitte kämpfen. Physischen Angriff bitte. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Trefferwerte hier sind. Okay. Scheinbar auch nicht viel besser als meine eigenen. Also von meiner normalen Truppe. Reflex. Ist das eine gute Idee? Vielleicht kann ich mir hier voll die Inspiration holen. Ich weiß es nicht. Ey, könnt ihr mal bitte eure Dreiecksbeziehung jetzt einsetzen? Schade, dass das nicht oft... Ja, jetzt kommt sie. Okay. Das war nämlich mein oberstes Ziel, dass die das jetzt irgendwie abfangen. Richtig geil wäre es ja gewesen, wenn ich alle Ekstaseleisten hier voll gehabt hätte, ne? Oder zumindest einen Meisterruf gehabt hätte. Könnte ich mir für den nächsten Try eventuell im Hinterkopf behalten. Hm. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell sich deren Ekstaseleisten jetzt wieder füllen werden. Ich hoffe, dass das halbwegs schnell geht. Jetzt haben wir Riku nicht drin. Ja, jetzt habe ich nämlich genau dieses Dilemma, ne? Yuna kommt jetzt so selten an die Reihe. Ich könnte sie natürlich ein bisschen pushen. Ich kann mal kurz gucken, wenn ich einmal Hast auf sie caste. Ah, dann kriege ich sie wenigstens ausgewechselt. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. So, der Anpeilen-Effekt, der geht dann weg, wenn jemand einmal verreckt, ne? Aber aus der Truppe ist jetzt, glaube ich, noch niemand verreckt. Boah, ich bin voll überfragt gerade, was ich hier am besten machen soll. Vor allen Dingen kloppen die da ständig daneben. Das gibt's doch nicht. Was soll ich denn sonst machen, außer anpeilen und meinen Trefferwert nach oben schrauben? Muss man hier alles irgendwie nur über Ekstasen regeln oder wie? Aber selbst um meine Ekstaseleiste zu... Ah, warte, die Ekstase-Typen könnte ich vielleicht noch anpassen. Ich glaube, die sind nämlich alle entweder auf Zorn oder auf Kampfgeist immer noch. Ist wahrscheinlich auch nicht so die allerbeste Idee. So, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin total überfragt. Ich könnte ja auch anzaubern, aber ich wette, das ist mit noch weniger Erfolg gesegnet, oder? Boah, kein einziger Treffer. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum da... Weil eigentlich, wenn da ein Toteffekt drauf ist, dann bekommst du ja keine Schadensmenge angezeigt. Ich verstehe den Kampf nicht. Ich check den Kampf nicht. Und nu? So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern Abend alle Ekstaseleisten von all meinen Leuten, inklusive Bestia, nochmal hochgelevelt. Habe im Sphero-Brett wieder ein bisschen was getan und alles und überhaupt. Ich hatte gestern aber keinen Nerv, das nochmal zu probieren.
Und ja, das, was für euch jetzt ein Part ist, das sind für mich im Grunde genommen zwei. Warte mal, ich habe, glaube ich, gerade gar nicht gespeichert. Moment. So, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe immer noch ein mulmiges Bauchgefühl, weil ich ja gestern keinen einzigen Versuch hatte, wo es auch nur im Ansatz irgendwie geklappt hat. Mir ist dann auch noch aufgefallen, dass Yunas Solaris-Waffe auch noch gar nicht verstärkt worden war, sage ich mal, weil wir dieses Luna-Siegel war das, glaube ich, ne, was wir im Tempel Remium von Belkmene bekommen haben. Das habe ich halt noch nicht verbaut gehabt, als ich vorhin, also für euch vorhin die Versuche gemacht habe. Ich hatte gerade wieder fast gestern gesagt, aber jetzt ist das alles erledigt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts anderes vergessen. Alle Ekstasen sind jetzt auf Zorn gestellt. Ich habe jetzt keine Guides oder so konsultiert. Also wenn es irgendwelche... Ja, das ist natürlich der beschissenste Start, den du haben kannst. Also wenn das schon mit Hinterhalt anfängt... Warte mal, wenn ich jetzt gleich im Menü bin, muss ich jetzt nochmal einen Neustart provozieren. Ey, das ist doch... Wie viel Pech kann man haben? Okay, nein, ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Ich habe mich eigentlich gut vorbereitet auf diesen Versuch jetzt. Und wisst ihr, was mich auch gestern schon auf... Also in den vorigen Versuchen aufgeregt hat? Ich kann hier... Während dieser Animation läuft, kein Hard Reset machen über die Schultertasten und Options. Ist das hier auf dem PS4-Controller? Richtig, richtig nervig. Also ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, aber hier aus dieser Animation heraus funktioniert es nicht. Wir starten gleich nochmal neu. Die Beschwörungsanimation habe ich in den... Warum kommt denn immer dieser verschissene Hinterhalt? Ey, jetzt mal ganz ehrlich... Was soll denn... Warum kann man das für diesen einen Kampf nicht aushebeln? Weil du kannst doch jetzt hier nichts machen. Die starten mit ihrer Dreiecksbeziehung und du bist danach tot. Es gibt doch per se keine Möglichkeit, dem irgendwie zu entgehen. Also was soll das? Und dann darfst du dir auch noch jedes Mal diese überdimensionierte Scheißanimation angucken. Wirklich, wenn ich diese Dreiecksbeziehung, wenn ich dieses Wort schon lese, dann kriege ich schon Plack ohne Ende. So, erster Versuch. Wow, dass ich heute schon wieder mit solchen Aggressionen hier reinstarte, hätte ich jetzt nicht erwartet. Pass mal auf, ey, am Ende werde ich hier 5 Aufnahmesessions draus machen und der Part dauert wirklich 2 Stunden. Das habe ich kürzlich erst noch als Scherz gemeint. So, jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Genau, ich wollte mich mit den Bestia verteidigen. Das ist der Plan. Aber ich wollte auch, wie ich das einmal schon zuletzt auch versucht hatte, hier mit Blitzballgott um die Ecke kommen. In der Hoffnung, dieses kleine Mistvieh da schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen. Und ja, ich finde die Kleine immer noch am coolsten von allen dreien, aber sie steht auf der falschen Seite. Deswegen nehme ich es mir heraus, sie als Mistvieh zu betiteln. Und das gilt auch für ihre werten Mitstreiter. Immerhin hat das funktioniert. Besser als nichts. So, dann werden wir als nächstes mal anpeilen versuchen. Weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt, aber dadurch, dass ich hier eh schon so meine Trefferschwierigkeiten habe, ist das wahrscheinlich nicht das Verkehrteste. So, dann werde ich als nächstes abgeben in seine Richtung, genau. Ich bin so unfassbar gespannt, wie viel Schaden die Bestia mit ihren Ekstase-Angriffen machen. Yojimbo ist der Einzige, den ich nicht holen werde, weil ich Angst habe, dass der dann mit seinem Sanmatu um die Ecke kommt und die dann instant tötet. Ich habe ja, wie gesagt, immer noch die Ambition, die jetzt hier ganz normal zu besiegen, sage ich mal. So, jetzt nur keinen Fehler machen. Danach kommt Riku ran und sie holt dann Yuna mit rein. Jawohl, das wird ja... Ist ja dann immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. Und ich gebe die Hoffnung jetzt nicht auf, dass wenn ich meine Dreiecksbeziehung dann wiederum einsetze, also mit meinem Magus-Trio, dass dann vielleicht das kleine Bienchen aus dem Trio zumindest irgendwie verrecken könnte. Denn ich würde ganz gerne den Kampf jetzt mal mit neuer Hoffnung bestreiten und einfach... und einfach mal unter erleichterten Bedingungen hier mal weiterspielen. So, aber erstmal holen wir das Magus-Trio und die Frage ist, wir haben, glaube ich, immer den ersten Zug, oder? Beschwörungsanimation ist, wie gesagt, jetzt verkürzt. Ich habe das im Menü auf kurz gestellt. Haben wir jetzt oft genug gesehen hier. So, und nu? Okay. Wir sind zuerst dran. Und wenn ich jetzt vereint euch nehme, Kräfte vereinen, bitte dann...
müssen wir jetzt so richtig auf die Kacke hauen. Boah, wie ich das gerade genieße. Endlich dürfen wir mal mit dieser Animation um die Ecke kommen. Die macht mir gerade trotzdem unfassbar schlechte Laune. Weil dieser Hinterhalt ja einfach so unfair ist, ja. In allen anderen Kämpfen, da starten ja die Monster oder die Gegner, Kontrahenten, was auch immer, wenigstens nicht mit vollen Ekstase leisten. Das heißt, ja, du startest unter erschwerten Bedingungen, aber du hast trotzdem noch eine Siegchance. Hier ist das dein Todesurteil, wenn das so anfängt. Und in Kombination damit, dass du keine Cutscenes skippen kannst, also ich meine, gut, die davor ist jetzt nicht so ewig lang, aber trotzdem. Trotzdem ist das nervig. So, das hier werde ich jetzt nicht rausschneiden. Vielleicht das erste und einzige Mal, dass wir in diesem Let's Play sehen, wie mein eigenes Magus-Trio hier damit um die Ecke kommt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Nicht so viel Schaden, wie die bei uns austeilen, leider. Da kommt aber nochmal was hinterher. Ich glaube, die Kleine dürfte nicht mehr allzu viel haben. Fluch des Pharao. Na gut, wir werden jetzt eh verrecken. Hauptsache... Ey, ihr sollt eure Dreiecksbeziehung danke jetzt auch machen. Und die werde ich jetzt rausschnibbeln. Ja, und das ist der Schadensoutput, den ich mir natürlich auch andersrum gewünscht hätte, ne? Aber ist halt nicht. Eigentlich hätte ich auch den Meisterruf gar nicht machen müssen, ne? Hab ich den gemacht? Den hätte ich mir vielleicht mal aufsparen sollen, ne? Auf der anderen Seite, die werden, glaube ich, so oder so verrecken, meine Bestia, wenn ich die einsetze. Wobei, die werden eigentlich nur dann verrecken, wenn ich die als Blocker für die Ekstase verwende. Na gut, wenn wir noch einen weiteren Try benötigen sollten, dann kann ich mir das im Hinterkopf behalten. So, ich stelle gerade mit Wohlwollen fest, dass Yuna vorher rankommt. Das heißt, dieses Aufleveln und Erhöhen ihres Geschickwerts hat hier wahrscheinlich... das Ganze bewirkt. Sag mal, diese Kleine, das Bienchen da, hängt die schon so ein bisschen? Ist das schon so ein Indiz dafür, dass sie eventuell gleich hinüber ist? Oh, ich würde es mir ja so wünschen. Ich frage mich dann, was statt der Ekstase dann kommt, weil theoretisch dürften die ja keine Dreiecksbeziehungen dann mehr generieren können. Ich hoffe, dass die sich untereinander nicht irgendwie wiederbeleben oder so. Das wäre mal mega ätzend. Ja, vielleicht auch... Oh, was? First try? Das mal kein Zeichen ist, aber sie lebt immer noch. Shit. Okay, warte mal. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Weißt du was? Wir haben Rico ja gerade nicht im Team. Aber ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde Yuna mit Hast versehen. So, und sie wird jetzt ihre nächste Beschwörung holen. Und ich hole jetzt mal Bahamut. Einfach so. Und dann darf der direkt seinen Mega-Flair raushauen. Ich hoffe, dass der jetzt auch direkt an die Reihe kommt. Weil hätte ich den jetzt nicht beschworen, dann wäre das gegnerische Magus-Trio dran gewesen. Aber wir haben den ersten Zug. Das ist gut. So, Mega-Flair geht auf alle. Das heißt, ich kann jetzt wieder Daumen drücken. Aber ich glaube, jeder nimmt nur einmal Schaden, oder? Oder war das auch so ein Mehrfachschaden? Hier dürfte echt nicht mehr viel haben, ne? Alle bekommen auf jeden Fall den maximalen Schaden und spätestens jetzt hatte sie gerade eine sehr träge Körperhaltung, meine ich. Hält ja vielleicht ein, zwei Angriffe sogar aus? Komm, Bahamut, gib alles! Die Wasserrutsche wird ja aber nicht überleben, schätze ich. Mm-mm. Schade. Aber haben wir jetzt die drei Angriffe so vereitelt, dass wir jetzt wieder ein paar Male an der Reihe sind oder wie läuft das? Das Ding ist, ich habe theoretisch mit all meinen anderen Charakteren auch noch volle Ekstase leisten, die ich jetzt ohne weiteres auch auf Tidus übertragen könnte. Ich werde das jetzt mal probieren. Ich muss halt nur gucken, dass ich jedes Mal Yuna wieder mit reinhole, um die nächste Angriffswelle von denen zu überwinden. Eigentlich wollte ich das nur für die Ekstasen so machen, aber... ich will gerne, dass die nur noch zu zweit sind. Das ist gerade mein größtes und wichtigstes Ziel. Und das werde ich jetzt in dieser Runde zumindest auch avisieren. Das heißt, einmal bitte hier Übergabe. So, dann könnte ich jetzt überlegen. Und ich könnte nicht nur, ich mach's auch, Lulu wieder mit reinzuholen. Das ist jetzt tricky. Ihr seht wahrscheinlich warum, ne? Weil ich wollte jetzt Blitzballgott gleich nehmen.
Aber dann sind die wieder an der Reihe. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich glaube, ich werde umdisponieren müssen. Ich muss das jetzt abfangen. Ich traue mich jetzt nicht. Wir holen jetzt nochmal Yuna. Und mir missfällt auch, dass ich jetzt zwei Leute drin habe, die keinen Autohass drin haben. Aber die sind beide im Hasszustand. Das dürfte eigentlich ja keinen Unterschied machen, oder? So, ich hole jetzt Valfaris als wahrscheinlich schwächste Bestia. Die jetzt auch wieder nur die Aufgabe haben wird, das Ganze hier abzufangen. Wobei, vielleicht schafft sie es sogar mit ihrer Ekstase. Und ja, ich habe mitbekommen, ihr hattet mir das mehrfach unten in die Kommentare geschrieben, dass ich in Visade... Aber guck mal, trotzdem müsste Schaden, okay. Mir wahrscheinlich noch bessere Ekstase hätte holen können. Und ich die zweimal, glaube ich, habe liegen lassen. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich die auch schon irgendwie übersehen, aber... Warte mal, ich glaube, einmal können die jetzt noch, oder? Das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Keiner von meinen Leuten hat Schutzengel. Nein! Okay, ah nee, ich dachte gerade, Lulu würde noch leben. Ah, das... Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Also die Angriffe von denen scheinen irgendwelche Zusatzeffekte zu haben. Ich hatte gerade Glück, dass Autophönix bei Yuna drin war. Weil die machen nicht so viel Schaden... Und trotzdem sind meine Leute jedes Mal tot. Ich check das nicht so ganz. Okay, warte mal. Jetzt muss ich irgendwas Kluges machen. Waka. Boah, lass mich überlegen, ey. Ist bloß nichts Falsches. Eigentlich sind meine Voraussetzungen gerade gar nicht mal so schlecht. Ich könnte versuchen anzugreifen. Anpeilen müsste ja eigentlich... Jawohl, sogar getroffen. Sehr gut. Okay, Leute. Jetzt kommt der große Auftritt von Tidus. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann könnte es eventuell reichen. Ich meine, komm ey, es sind 2 Millionen. Das Ding hat schon so viel Energie verloren. Und danach werde ich nur noch auf Wakas Ekstase gehen. Aber ich will dieses Ding erstmal hier kaputt machen. Und ich rede immer die ganze Zeit von Ding, weil ich mit den Namen hier ständig durcheinander komme. Guck mal, das gelingt mir in letzter Zeit voll gut. Okay, sie lebt immer noch. Mist. Gut, aber Waka und Tidus sind jetzt mit drin. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich Lulu gleich auswechseln. Oh, schade. Das wäre jetzt schön gewesen. Nur dadurch, dass ich jetzt mit Yuna kontinuierlich beschwöre, nehme ich mir damit so ein bisschen die Pufferoption für die nächsten Ekstasen, ne? Aber ist egal, ich werde das jetzt durchziehen, solange bis die nur noch zu zweit sind. Dann überlege ich mir eventuell was anderes, aber das hier will ich irgendwie noch... Irgendwie noch über die Bühne bringen. Und ganz ehrlich, ich bin sogar ein bisschen froh, dass ich jetzt die ganzen Bestien hier nochmal beschwören kann. Weil die habe ich sowieso im Laufe des Let's Plays viel zu sehr vernachlässigt. Ey, die Kleine ist immer noch nicht hinüber. Komm halt wenigstens einen Angriff aus. Jawohl, sehr schön. Das ist okay, wenn Ifrit jetzt stirbt, der wird definitiv sterben. Vor allem, weil Wasser auf Feuer und so, ne? Aber ist egal. Er hat auf jeden Fall alle 3 Angriffe abgefangen. Von so her, hätte ich gerade fast gesagt. Wobei das erste war ja kein Angriff so gesehen. Da hatte ich ein bisschen Glück. So. Jetzt kommt aber gleich der nächste kritische Moment. Nämlich das mit den Ekstasen. Ich weiß gar nicht, ob die mit ihren Ekstasen erst beginnen, wenn alle 3 parallel voll sind. Warte mal, vielleicht kann ich das irgendwie noch abwenden. Wir holen jetzt mal Kimari rein. So, und Kimari wird jetzt wieder abgeben in seine Richtung. Jetzt bin ich langsam ein bisschen nervös und habe auch mega Angst, jetzt die Ekstase zu verkacken. Aber egal, wird schon irgendwie schief gehen. So, sie wird dann wieder Hast auf Kimari casten. Jawohl. Ich habe gerade mega verkackt. Das war gerade meine letzte Möglichkeit, mit Yuna zu beschwören. Okay, ich muss mir gleich was einfallen lassen. Vielleicht haben wir ja Glück und jetzt ist endlich der große Moment gekommen. Ja, das ist jetzt der erste richtige Fehler hier im Kampf und der wird jetzt vielleicht wieder gnadenlos abgestraft. Mal gucken. Steht da eigentlich auch irgendwie schon vernichtend oder stirbt die vorher, also vor dem letzten Schlag, wenn... sie vorher schon quasi tot ist. Also versteht ihr, was ich meine? Warum gelingt mir das in letzter Zeit so gut? Oh nein. Sie lebt noch. Das ist sehr, sehr schlecht.
Puh, was machen wir jetzt? Wir holen auf jeden Fall Riku wieder rein. Boah, ist das bitter. Boah, ich bin gerade so hin und her gerissen. Ich glaube, alles, was wir jetzt an Schutz auf Yuna raufpacken, egal ob Protes oder Shell oder sonst was, bringt so gut wie gar nichts, oder? Ich tendiere am ehesten zur Schutzengel, aber die Tante in der Mitte, die macht, glaube ich, den Schutzengel weg. Zumindest hat sie das, meine ich, im, also als ich gestern, also bei einem der ersten Versuche, meine ich, das bei Waka gesehen zu haben, als er diesen Schutzengelschein über der Birne hatte. Okay, ich probiere es einfach. Ich muss ja irgendwas machen. Wenn ich jetzt verrecke, dann ist das halt so. Mega-Graviton? Ist das nicht das, was auch die schwarze Anima gemacht hat? Oh nein. Okay, das ging nicht auf Riku. Ich dachte, die KI wäre jetzt so drauf, dass das prinzipiell immer auf den Charakter geht, der gerade Schutzengel hat. Aber da hatte ich gerade ein bisschen Glück. Okay, warte mal. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, das ist jetzt so schwer. Schade, dass nicht angezeigt wird, wo sich die Charaktere, die man jetzt wiederbelebt, wo die sich dann einordnen da auf der rechten Seite. Oh, davon würde ich jetzt meine Wahl abhängig machen. Warum wird das nicht angezeigt? So, was mache ich jetzt? Tilos oder Yuna? Ich hole Tilos erstmal zurück. Weil Yuna jetzt auch ihren Hasseffekt nicht mehr haben dürfte. Boah, ganz vertrackte Situation. Der hat Autohass. Warum hat er sich da jetzt nicht vorgemogelt? Mann. So, ich werde jetzt nochmal Erzengel auf sie casten. Ich hätte wahrscheinlich mit Basteln auch irgendwie eine Wiederbelebung für beide holen können. Oh, geht das auf alle? Wenn ja, bin ich, glaube ich, tot. Nee, konzentriert sich nur auf eine. Aber ich glaube, ich bin eh hinüber. Ich muss jetzt darauf irgendwie hoffen, dass jetzt vielleicht nur Angriffe kommen, aber das tötet mich ja immer, egal auf wen das geht. Und hier? Okay. Sie hat es überlebt, alles klar. So, dann machen wir das jetzt mal anders. Ich habe hier, glaube ich, noch Mega-Phönix, jawohl. Ich nehme das jetzt einfach mal. Okay, Riku ist jetzt noch zweimal an der Reihe. Ich würde so gerne Yuna noch einmal vorschieben, auch weil das jetzt wegen den Ekstasen gerade super gefährlich ist. Warte mal, wenn ich das jetzt... Okay... Das werde ich einfach mal tun. Das wird mir jetzt nämlich eventuell die Chance geben, mich wieder zu regenerieren. Und wisst ihr was? Ah nein, wenn die tot sind, kann ich die nicht nochmal holen. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Das ist eigentlich jetzt ein verschwendeter Meisterruf, ne? Ich werde keinen Meisterruf machen. Sondern, keine Ahnung, vielleicht werde ich am Ende als Verzweiflungstat doch noch Yojimbo holen. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Nerv für diesen Gegner hier. So, wir holen jetzt Anima. Einfach so. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur noch Bestia übrig, die ich beschwören kann, die auch nur einmal Schaden machen, ne? Gibt es irgendeine Möglichkeit, verstorbene Bestia wiederzubeleben im Kampf? Ich glaube nicht. Oder es gibt irgendein ultimatives Item, was ich noch nicht kenne. So, aber erstmal Chaos D. Das erste Mal von unserem eigenen Anima ausgehend. Wer weiß, vielleicht hat er auch so gute Stats, dass der eine Angriffswelle überlebt. Keine Ahnung. Vielleicht passiert jetzt aber auch mal ein Wunder und die Kleine stirbt. Das wäre ja auch mal ganz nett. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wenigstens so ein bisschen im Kampf drin bin. Aber ich glaube, wenn das jetzt hier nichts wird, Leute, dann muss ich das auf die nächste Folge vertagen. Nee, das sind mehr... Ah, okay. Hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich Anima wahrscheinlich auch früher eingesetzt. Aber gut, wieder was gelernt fürs nächste Mal. Ich dachte auch, das wäre ähnlich wie bei... Jawohl! Ähnlich wie bei Mega Flare, nur so ein einmaliges Ding. So, Mega Graviton heißt, es gibt keine Dreiecksbeziehung mehr. Machen die jetzt immer Mega Graviton? Oh, das wäre so cool gewesen, wenn Anima jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt hätte, anzugreifen. Wir haben jetzt nur noch zwei. Wenn das jetzt aber dazu führt, dass sie nur noch AOE-Angriffe vom Stapel lassen,
Dann weiß ich nicht, ob mir damit geholfen ist. Aber nee, das war wieder eine normale Attacke. Sogar mit gelungenem Konter. Ja, jetzt sind wir auch wieder ein paar Male an der Reihe. Okay, so, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann wäre das echt ein bisschen blöde. Eventuell brauche ich jetzt Yuna auch nicht mehr weiter. Die Frage ist, wen sollte ich als zweites aus dem Weg räumen? Ich tendiere gerade ganz stark zu Duke. Duke heißt sie. Einfach, weil mich dieser Angriff nervt, der hier mein Schutzengel aushebelt. So, ich würde jetzt ganz gerne Wakas Ekstase-Leiste so ein bisschen pushen. Ich muss aber erstmal gucken, dass ich meine Leute gleich stabilisiert kriege. Das wird jetzt gleich auf ein bisschen Final-Elixier-Überkonsum hinauslaufen, befürchte ich. Wir fangen jetzt einfach mal an, denn irgendwie bin ich hier geradezu ungesund. So, und dann holen wir Waka rein. Ich habe Angst vor dem Moment, wo die an der Reihe sind, obwohl die jetzt nur noch zu zweit sind, aber trotzdem. So, und Waka. Was tut Waka? Ich glaube, Waka wird jetzt auch nochmal ein Finale-Elixier schmeißen. Genau, und bei Riku, sie wird... Ja, ich weiß, Waka ist zur Hälfte voll, aber sie wird jetzt trotzdem mit abgeben. Das Ganze an Waka übertragen. So, und dann bin ich jetzt... Ah, okay, er ist sogar direkt an der Reihe. Okay. Ich frage mich, wenn die jetzt zweimal Mega-Graviton nehmen, ob ich das überlebe. Aber theoretisch müsste es klappen, oder nicht? Ich mache jetzt einfach die Tombola und schließe dann gleich die Augen und bete einfach ganz dolle. Wird schon schief gehen. Ich kann auch gar nicht oft genug betonen, wie unfassbar wertvoll dieser Tipp für mich ist, das letzte Rädchen auslaufen zu lassen. Das erspart mir so viel zusätzliche Nerven. Ich meine, der Kampf ist an sich schon stressig genug, aber... Die eine humpelt schon. Jawohl, eigentlich ist das das Beste, was passieren kann, wenn die normal angreifen. Schade, dass wir nicht generell alle Angriffe kontern. Ja gut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir größtenteils direkt sterben. Aber eigentlich ist das auch gar nicht so schlecht, solange die als Ekstase vorm Zorn hinterlegt haben, ne? Weil Riku und Tilos sind schon wieder voll. Okay, Leute, ich glaube, ich kriege das hin. Das erste Mal in diesem Kampf, in dieser ganzen Begegnung, hier in dieser ganzen Thematik, dass ich anfange, Optimismus zu schöpfen. So, ich werde jetzt nochmal das Ganze... Boah, oder... Nee, weißt du was? Er wird jetzt nochmal attackieren. Mit Blitzball. Gott, meine Leute erfreuen sich nämlich besser Gesundheit. Und Riku wird dann diejenige sein, die gleich wieder ihre Ekstase abgeben wird. Wobei Waka, glaube ich, vorher jetzt gar nicht mehr an die Reihe kommt, ne? Was auch nicht so geil ist, aber seine Zeit wird hoffentlich auch noch kommen. Ich weiß halt nicht, nach wie viel... Boah. Ey, beim letzten Versuch, glaube ich. Leider nicht die maximale Schadensgrenze erreicht, aber ist okay. Hauptsache es ist mir gelungen. Besser als wenn ich jetzt den letzten Drücker noch verkackt hätte. So, du bitte einmal abgeben in Richtung Waka. Und egal wer jetzt als nächstes wieder verrecken wird, es wird wieder irgendwo für eine volle Ekstase-Leiste sorgen. So, ich könnte auf der anderen Seite... habe ich noch für Möglichkeiten? Ich könnte theoretisch auch Orins Ekstase mal probieren, aber der hat wieder keinen Hast, ne? Und das ist dann wieder das, was mir so einen Nachteil verschaffen würde. Ich werde mal versuchen einmal... Ne, weißt du was? Ich mache mal hier einmal... Ne, ich bin durcheinander, ja, man merkt es. Ich kann es nicht kaschieren, aber ich werde hier mal benutzen nehmen und wie hieß das? Das hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang der Folge irgendwann erwähnt. Warte mal, ist das nicht irgendwo beim... Hier, Heilwasser. Genau, danach habe ich gesucht. Das nehmen wir jetzt einmal. Genau. Das wird jetzt wieder jemanden abmurksen. Oh Gott, lass den zweiten Angriff bitte ein Angriff sein, den wir irgendwie überleben können. Bitte. Es sind zwei Leute gleich tot, ne? Mhm. Ungeil. Gut, dass ich beide Leute mit Autohass drin gelassen habe. Oh Gott, ich muss jetzt nur hoffen,
dass sich irgendwer jetzt gleich davor schiebt. Aber Tidus ist gleich nochmal an der Reihe, ne? Shit. Das ist gar nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Auf der anderen Seite, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre jetzt, wenn zweimal Mega-Graviton kommt, ne? Ich könnte jetzt auch Yuna mit reinholen. Ich gehe jetzt auf Risiko. Ich nehme ein Final-Elixier und hoffe... Okay, Feuerklinge heißt, dass mindestens einer überleben wird. Also es sei denn, das wäre jetzt auf Tidus gegangen. Oh, ist das bitter. Ich komme jetzt hier aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Der ist jetzt dreimal an der Reihe. Okay, boah, ey, ihr glaubt gar nicht, wie schnell mein Herz gerade puckert. Das ist, glaube ich, nicht mehr so ganz gesund. Aber wenn ich jetzt noch zwei Final-Elixiere rausballere, dann bin ich wieder relativ gut stabilisiert. Aber dann kommen die jetzt wahrscheinlich wieder gleich mit zwei Angriffen um die Ecke. Und dann geht das Spielchen hier wieder von vorne los. Ich bin gerade hin und her gerissen. Hole ich Yuna jetzt rein oder hole ich sie nicht rein? Ich glaube, ich mache das jetzt einmal, um mich hier so ein bisschen aus dieser Angriffskaskade vom Gegner rauszudingsen. Warte mal, ich habe noch zwei Joker. Ich habe noch einmal Ixion, einmal Shiva. Wie gesagt, Yuchinbo will ich erstmal ausklammern. Wir holen mal Ixion und gucken, was passiert. Ich glaube, dass seine Ekstase jetzt noch nicht ausreichen wird, um... Ruk war das, glaube ich, ne? Ne, Duke. Boah, ey, wie willst du dir da Eselsbrücken bauen? Ich kann mir die Namen noch nie merken. Für mich ist das einfach die Große quasi. Ich hoffe, dass die Große bald hinüber ist. Aber mir war klar, dass der eine Mjölnir nicht ausreichen würde. Aber egal, beide Angriffe werden jetzt abgefangen. Hat Yuna jetzt ihre Hast eigentlich verloren oder hat sie die noch? Ich glaube, sie hat die noch, oder? Sie sieht aus, als hätte sie zu viel Kaffee getrunken. Ja, ich glaube, sie ist noch gut dabei. Jetzt müssten wir wieder... Jawohl, genau. Das ist die Reihe oben rechts, die ich sehen wollte. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Puffer. So, und vor allen Dingen, für Waka wird es jetzt richtig abgehen. Der wird jetzt nämlich eine Angriffstier hoffentlich nach der anderen raushauen. Dann werden sich die Reihen hier hoffentlich auch gleich mal ein bisschen lichten. Also die gegnerischen Reihen, versteht sich. Das ist auch immer so ein bisschen Glückssache, ne? Wie oft der trifft. Oder ist der Angriff so programmiert, dass der gleichmäßig sich auf alle Gegner verteilt? Ich meine, dass das immer so ein bisschen random ist. Aber, ja, obwohl, eigentlich, also wenn man das so grob versucht mitzuzählen, dann sieht das auch immer so ein bisschen ausgeglichener aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann. Was machen wir dann? Dann holen wir Tidus. Waka ist jetzt leider nicht mehr vor dem Gegner an der Reihe, was sehr schlecht ist. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal von Blitzballgott Gebrauch machen. Da muss ich gleich aufpassen, was ich als nächstes tue. Denn mit der jetzigen Gruppe könnte das sehr schnell ein jähes Ende finden. Der müsste jetzt aber wenigstens mit seinem Finalschlag, wenn ich den jetzt nicht verkacke... Okay. Boah, schon wieder in letzter Sekunde. Hä? Warum macht er so wenig Schaden? Ich dachte, das wäre safe 100.000 jetzt gewesen, aber nix da. So, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee, die besteht darin, einmal abzugeben und jetzt auf Risiko zu spielen, indem ich jetzt nämlich Shiva hole. Ja, ich werde jetzt Shiva holen und hoffen, dass es ausreicht. Denn Shiva wird jetzt die nächste Angriffswelle, so zumindest der Plan, abfangen. Auch wenn sie jetzt nicht die allerbeste Abwehr hat, das ist gerade meine einzige Sorge, dass sie nach einem Angriff eventuell schon einknickt. Aber ich meine, dass Ruk ist das, glaube ich, ne? Dass Ruk gleich ins Gras beißen müsste. Also, lange macht sie das nicht mehr. Oh, lebt aber noch. Shit. Vielleicht habe ich ja Glück und Shiva weicht aus. Aber ich glaube, beim schwarzen Magus-Trio brauche ich mir da keine Illusion zu machen. Shit. Okay. Sehr ungeil. Sehr, sehr ungeil.
Ich will unbedingt, dass Waka jetzt so schnell wie möglich rankommt für die nächste Angriffstee. Nein! Oh, das ist mit Abstand der beschissenste Angriff. Tja, jetzt ist Waka dran, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Was machen wir? Die anderen sind halt handlungsunfähig, solange sie schlafen. Ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen. Wobei, warte mal, wenn ich Allheilmittel nehme, dann ist er schneller wieder an der Reihe, als wenn ich jetzt zaubere, ne? Deswegen darf er jetzt einmal den hier machen. So, dann kann Tilus nämlich wieder mitmischen. So, was mache ich jetzt? Oh, Waka ist aber auch dadurch, dass seine Gesundheit jetzt so schwach ist, wird das... Ich weiß nicht, beeinträchtigt es dann auch den Schaden von seiner Angriffstee oder nicht? Ich weiß das nicht. Oh, dieses Mechanikdetail in der Spielmechanik, das wird mir jetzt vielleicht mich zu irgendeiner falschen Entscheidung bringen. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt die Ekstase probieren. Dann bin ich wenigstens ein bisschen schlauer. Das wird ja trotzdem irgendwie auf fünfstelligen Schaden hinauslaufen, oder? Das wäre jetzt so unfassbar frustrierend, wenn da jetzt nur so ein Billo-Schaden bei rumkommen würde. Komm, Waka, gib alles. Okay, es sieht normal aus. Jawohl! Die zweite ist tot! Die zweite ist tot und ich krieg wieder Puls ohne Ende. Wie soll ich diese Folge überleben? Oh mein Gott, okay. Moment. Erstmal durchatmen. Alles wird gut, alles wird gut. Meine Hände sind zwar gerade Wackelpudding, aber ich bin kurz davor, das Magus-Trio in Anführungsstrichen zu bezwingen. So, was machen wir jetzt? Also, das wichtigste Credo sollte lauten, ich nehme jetzt mal lieber wieder hier Allheilmittel. Das wichtigste Credo sollte lauten, meine Gruppe erstmal zu stabilisieren. So, das Ding ist, Yuna und Tilus werden eh gleich verrecken, deswegen ist vielleicht Angriff gerade die beste Verteidigung. Schade, dass Yuna vorher nicht nochmal rankommt. Ich werde jetzt ein Final-Elixier einmal sponsern. Okay, das geht wenigstens auf eine Person. Ich finde dieses Mega-Graviton-Ding immer noch am ätzendsten. Okay, ich hatte gehofft, dass es auf Yuna oder auf Tilus geht, weil eh beide... weil eh beide Todesurteil drauf hatten. So, das Problem ist, wenn ich jetzt nicht Schutzengel, sondern Erzengel nehme, dann... Obwohl, ich dachte, dann braucht Waka wieder ewig lange, bis er an die Reihe kommt, aber das geht voll klar. Das geht voll klar. Ich glaube, jetzt werden die Jungs erstmal richtig mit ihren Ekstasen eskalieren. Guck mal, das ist der große Nachteil, wenn du Blitzballgott nimmst. Weil mit Gemetzel wäre er dann bald wieder dran. Aber ich weiß nicht, wie viel oder wenig Schaden Gemetzel austeilt. Ich gehe das Risiko jetzt ein und mache ja einfach mal. Wie gesagt, ist zwar nur noch eine übrig, aber das ist auch die meiste Gesundheit noch über hat. Ich glaube auch den besten Abwehrwert, ne? Obwohl Tilus ist nicht voll mit seinen HP. Das kommt jetzt auch noch als schwächendes Element hinzu. Okay, wenigstens hat das funktioniert. Und das ist ein voller 100.000er. So muss das. So, mit Waka werde ich jetzt hinterherziehen. In der Hoffnung, dass ich den nächsten gegnerischen Angriff dann irgendwie überleben werde. Und Yuna würde ich dann ganz gerne irgendwie rausholen aus dem Team. Also sobald sie an der Reihe ist, werde ich denen erstmal den Vorzug lassen, die aktuell noch volle Ekstaseleisten haben, damit sie die an Waka übertragen können. Wasserrutsche ist okay. Ich weiß gar nicht, bei wem das gerade am günstigsten wäre. Ich glaube, Waka wäre sogar noch besser. Ah, sie hat Autophönix. Okay, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wobei ich das fast besser finde. Entschuldigung. Ab ein bisschen Schnupfen. Hat man, glaube ich, gerade voll laut gehört. Auf jeden Fall wäre es besser gewesen, wenn jemand, der eh schon fast tot wäre, gestorben wäre. Weil dann hätte ich mit Erzengel den wieder von 0 auf 100 heilen können. So, aber wir haben jetzt die Situation, dass Yuna, die kein Hast mehr drauf hat, ne? Ich würde ganz gerne, dass sie ihre Dings abgibt. Ah, Waka ist schon wieder... Ah, es ist gerade zu viele schwierige Entscheidungen hier. Was? Sie hat keinen einzigen MP.
Was ist denn da schon wieder los? Okay, warte mal. Und Meisterruf? Sind jetzt alle tot, außer Master Yuchinbo? Was tun wir denn da? Achso, Auron ist der Einzige, der noch Ekstase über hat. Boah, schwer. Schwer, schwer, schwer. Entschuldigt bitte, dass ich das jetzt so träge mache, aber ich will jetzt hier keine falsche Entscheidung treffen. Und ihr wisst, das geht schnell, vor allen Dingen bei mir. Deswegen lieber einmal zu viel als zu wenig drüber nachdenken. So, was machen wir jetzt hier? Ich schwanke zwischen Hast auf Auron. Nee, ich schwanke gar nicht mehr. Wenn ich sehe, wie der sich hier vorschiebt, dann nehme ich das gerne. So, das wäre das. Und dann kann er gerne mal ein Final-Elixier schmeißen. Ja, wäre ganz gut gewesen, wenn Yuna hier auch im Team gewesen wäre. Dann hätte sie nämlich auch die MP bekommen. Aber ist auch so okay. So, und ich könnte mir vorstellen, ja, dass das Ding hier vielleicht sogar den schwächsten Ausweichwert hat. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal hiermit. Ich bilde mir auch schon wieder ein, dass dieses Teil vom Magus-Trio, wie gesagt, den Namen werde ich mir nie merken können, auch schon so ein bisschen humpelt, hinkt, wie auch immer, oder? Ja, guck mal, die Körperhaltung, die ist voll gebeugt, das hat man gerade eben voll gut gesehen, finde ich. Jawohl, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, Auron wird jetzt der Final-Elixier-Verballerer vom Dienst sein. So, und das Gute ist, wenn die Jungs an der Reihe sind, ja, also erstmal werden sie wahrscheinlich alles wegkontern, was hier reinkommt. Aber die werden hier hoffentlich auch eine ganz gute Trefferquote haben. Jawohl. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade die falschen Ekstase-Typen drin. Also jetzt für diese Angriffsphase wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn... Ich hole mal wieder Yuna mit rein, wegen Abgeben und so. Ah, nee, sie hat immer noch keine MP. Warte mal. Warte mal, jetzt können wir ja ein bisschen inflationärer damit umgehen, ne? Ich hau jetzt einfach mal die ganzen Finale-Elixiere raus. Gerade auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, aber ist egal. Den Ekstase-Typ würde ich auf jeden Fall gerne noch umstellen, aber das geht, glaube ich, mitten im Kampf nicht. Oder konnte man das? Da, wo man auch Waffen und sowas alles anpassen kann? Ich glaube nicht. Irgendwie nervt mich das so ein bisschen, dass sie automatisch die Phönixfeder hier mit reinbringt, aber... Egal, das ist ein Luxusproblem. So, Tidus kann jetzt nämlich hier wieder ein bisschen auf die Kacke hauen. Ey, das wäre so mies, wenn vom Magus-Trio, in dem Moment, wo nur noch eine von den drei Mädels übrig ist, irgendwie noch so eine Special-Ekstase kommen würde und alle so instant vernichten würde. Aber wenn das jetzt hier gut ausgeht am Ende, dann habe ich das komplett ohne Schutzengel irgendwie hinbekommen. Ja, das war leider sehr wenig Schadensoutput. Das ist ein bisschen schade. So. Sie könnte einmal Hass auf sich machen. Das tut sie jetzt auch. So, Tidus hat auf jeden Fall volle Energy. Kommt aber vorher nicht nochmal ran vor dem Gegner. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Das Ding hier können wir nämlich schon mal abgeben. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit Abgeben noch warten soll, bis Waka an der Reihe ist, aber... Nö. Der darf so einmal angreifen. Nein! Nein! Ganz schlecht. Aber Yuna hat's überlebt, was? Oh, shit. Nee, oder? Krass. Dieser Boss hat mir 2 Tage meines Lebens komplett versaut. Ich werde den Part jetzt hier an dieser Stelle beenden. Und höchstwahrscheinlich, keine Ahnung wie lange, pausieren und euch beim nächsten Mal den gelungenen Versuch zeigen.
und dir nachkommentieren. Ich habe keinen Bock mehr. Danke fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.